Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Was sollt ihr machen, wenn die Kinder zu Hause sitzen, draußen regnet, ihr könnt nicht rausgehen, ist furchtbar langweilig, dann bastelt mit ihnen Radiergummis. Da gibt es eine spezielle Knetmasse dafür, die habe ich mir besorgt, und zwar beim Bastelhändler vor Ort. Man muss nicht jeden Schmarrn übers Internet bestellen, sage ich, sondern es ist ja toll, wenn man den örtlichen Händler unterstützt. So, als erstes kneten wir mal aus dem Ganzen hier eine Kugel. Hallo. Ja, also damit euch das Ganze hier nicht zerbröselt, nehmt ihr die Knete, dieses Plastilin, dieses speziell in die Hand und knetet es so lange durch, bis es Körperwärme erreicht hat, sonst zerbröselt es euch. Das wollen wir natürlich vermeiden. So. Wird schon langsam. Immer schön kneten. Das stärkt auch die Fingermuskulatur und hier die Unterarme. Ganz toll, wenn man klettern will, braucht man das ganz dringend. Guter Griff in den Fingern. Papa, soll ich nicht machen? So, die Masse ist jetzt formbar. Und ich will daraus eine Biene, Hummel, Wespe machen. Dazu formen wir jetzt diesen Körper, den können wir dann später das Ganze wunderbar als Radiergummi verwenden. So. So, ich forme jetzt zwei kleine Kugeln, das wären dann die Augen von unserer Biene, Hummel, Wespe, was immer es werden soll. Und dann werde ich auch noch zwei dünne kleine Flügelchen mache. Da gibt es einen speziellen Modellierstab dazu. Aber in unserem Fall machen wir den mit den Fingern. Einfach schön platt drücken das Ganze. Und wie immer wichtig ist, das Ganze erstmal auf Körperwärme bringen. So. Da haben wir jetzt den zweiten Flügel. Gut, jetzt braucht ja unsere Biene, unser Hummel, unser Wespe, was immer das werden soll, auch eine schwarze Pupille. So. Und hier kommt die nächste. Dann kriegt es noch eine Nase, unser fröhliches Insekt. So, bitteschön. Und jetzt braucht es diese markanten Streifen. Da rollen wir in den Fingern drin solche Würstchen. So, legen die so drüber. So schöne, dünne Würstchen. Den Kindern macht es ja am meisten Spaß, wenn sie so Würstchen formen dürfen. So, und das Ganze ziehen wir so runter. Wie gesagt, ob jetzt das eine Biene, eine Wespe oder eine Hummel ist, das lasse ich mal völlig offen. Das sollen die Kinder selbst entscheiden. So. Nochmal so einen Streifen, so einen Rallye-Streifen, damit das Tierchen was gleich schaut. So, ups, jetzt halt das Ganze und nochmal einen Streifen und dann ist unser Tierchen schon so gut wie fertig. So, jetzt kommen hier noch die Flügel seitlich ran und dann kommt das Ganze, das steht dann auf der Verpackung drauf, in den Backofen und wird dort gebacken. Das ist natürlich für euch jetzt weniger prickelnd. So schaut jetzt unser Radiergummitierchen aus. Auf jeden Fall eine lustige Bastelei oder auch immer ein schönes Geschenk. Wenn man nicht weiß, wenn der Kind gern bastelt, aber weiß nicht, was man schenken soll, dann kann sich das Kind selber
Radiergummis machen, kommt auch ganz gut. So, wir lassen es einmal ein grinsendes Tierchen. Ja, und fertig, würde ich mal sagen. Auch bei Kindergeburtstagen kommt es richtig, richtig gut, wenn die ganze Sippe, alle die da sind, die Kinder, die kleinen Gäste, miteinander Radiergummitierchen basteln. Besser als eine Tüte voll mit Süßigkeiten. Ja, meine Lieben, weitere tolle Bastelideen wie diese hier findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, gerne so einen YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Macht es gut, bis dahin. Fertig, servus.